Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir Kolonie 30 befreit, also gerettet. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden zwischen was von beiden ich gerade sagen wollte. Und jetzt müssen wir uns erstmal die Probleme hier anhören, ne? Wir haben hier nämlich das ein oder andere eventuell zu tun. Nö, Herr Ritz. Ja. Da sind auf jeden Fall Informationen. Die hören wir uns gleich an. Lass uns erstmal ein bisschen rumgucken. Okay, hier ist nichts. Was ist da oben? Ist hier irgendwas? Hier ist jemand zum Reden. Susa. Ihr habt alle sehr interessante Namen. Bei mir sind es nur zwei Mahlzeiten am Tag. Could you add more names? Ui! Guck mal, jetzt können wir eine Runde schwimmen gehen. Ich sehe hier auch nur drei Plattformen, ne? Und dann kam etwas aus dem Wasser und aß unsere Freunde bei lebendigem Leibe auf. So, ist da auf der Plattform auch was drauf? Hier ist auf jeden Fall das ein oder andere Objekt zum Sammeln. Ich hoffe, ich kriege auch ein paar von diesen Abgabekarten, wo man so ein paar Materialien abgeben muss. Die geben mir mal ganz gut Zusatzerfahrung und Geld. Ja, die Welt steht wirklich Kopf. Da hast du recht, mein Freund. Was ist mit Kolonie 9? Oh, in Kolonie 9 ist etwas, die werden umzingelt. Hallo, Waldi! Wie geht's dir? Der kümmert sich weiterhin nur um seine Erlebnisse. Der hat seine Prioritäten gefunden. Guck mal, der Mika-Freund, er ist wieder in Ordnung. Schön, dich hier in Ordnung zu sehen. Oh, stimmt ja, du kannst nicht reden. Fällt dir früh ein. Aber er kann mich schützen. Ich denke mal, wir müssen zu Kolonie 9 zurück und denen helfen. Die scheinen sich zu freuen, dass wir sie befreit haben. Ach, Waldi. Ja, ihr habt halt die Robo-Hauptstadt hier, ne? Ich wahrscheinlich auch am Ball, damit er viel mit den Dingern zu tun hat. Was verkaufst du denn?
Interessante Sachen verkaufst du. Ja, was Heilung angeht, ist Weidi bisher der Beste, den ich gesehen habe. Also er ist ein richtig guter Unterstützer. Okay, ich muss hier noch irgendwo eine weitere Info aufschnappen. Ich kriege hier wahrscheinlich auch ein neues Gericht zum Kochen. Better make sure we're well rested. Ja, die Kolonie 30 Kantine. Fischfilet Presswich. Krieg mal mehr Beute. Jetzt kann ich das auch unterwegs kochen. Jetzt eine können wir noch nicht besprechen. Da fehlt uns noch eins. Aber wir können ja die beiden Sachen besprechen. Die Frage wird immer wieder gestellt. Läffnisse. War ja klar, ne? Och, Dame. Wie bist du Kommandant geworden? Jetzt wendet selbst er sich an seinen Typen hier. An den Adjutanten. Ich denke, wir müssen das diskutieren. Da werden wir wahrscheinlich als nächstes die Flammenuhr zerstören. Ah, jetzt retten wir endlich unsere Artbox-Kolonie. Und wieder mal driften wir von der Hauptquest ab. Ich glaube, die stört das nicht. Oh, ich kriege da auch noch einen Helden, wie es scheint. Ja, und dafür muss ich noch ein zweites Gespräch abhören. Where to from here? Wo ist denn das zweite Informationsgespräch hier? Ja, wir gehen auf jeden Fall zur Kolonie 9 heute zurück. Ey, irgendwer hier will mir doch was aufschwatzen. Die Frage ist, wo? Wo wollen mir die Leute was aufquasseln? Gleich hier bei dem Container? Wir müssen das richtig timen. Auf! Wow, eine Lagerhalle für einen Container. Und das nicht mal eine große.
Ich sehe halt auch nicht über die Karte, wo ich jetzt das Gespräch höre. Ah, hier. Ich hoffe, das ist das Gespräch, weil ich suche. Ein verbreiteter Brauch. Okay, Rondada, das war offenbar das letzte Gesprächsstück, was wir gesucht haben. Können wir das Gespräch auch noch führen? Let's make the most of our break, guys. I think we need to discuss this. Ja, mit vierblättigen Kleeblättern habe ich kein Glück. Bisher nie eins gefunden. Das kann ja immer ein Unfall passieren beim Bauen. Da ist jemand ganz heiß auf die vierblättrigen Kleeblätter. Na gut, wir müssen jetzt zur alten Kolonie zurück, ne? Also Schnellreise dahin. Hierhin. Das gesperrt, das gesperrt. Ich muss jetzt nicht ernsthaft den ganzen Weg dahin rennen. Vielleicht darf ich auch nicht reisen gerade. Vielleicht darf ich erst reisen, wenn ich aus der Kolonie hier rausgehe. Also ich konnte da keinen einzigen Reisepunkt anwählen. Gute Frage. Ach ja, ich habe so ein kleines bisschen die Klassen wieder zugeordnet, ne? Vielleicht kann ich ja jetzt zu der alten Kolonie zurück. Ach, Waldi. We need to get back to the cliffs where we met Valdi. We can make sure we're in perfect shape by replenishing supplies at Colony 13. We've got the time. So, vielleicht darf ich ja jetzt reisen. Jetzt darf ich dahin. Coordinated, but ineffective. Hey, it's you. Oh no! No! Spark's sake, Zeon! You lose yourself to emotion. Some special forces you are. You shut your trap. What a joke! You consider me the joke, do you? Really now? Hey, isn't he? Yeah. He's our friend. From Colony 9. That's where you're wrong. You're traitors. You're no friends of mine. Ah! Zeon, just listen! We don't want to- Drop it, Uni. Negotiation doesn't appear to be on the table.
have to fight. Da haben wir wohl unseren nächsten Helden. Ach ja, Zeon. Du bist auch gut ausgestattet. Mann, nervt der. So, jetzt kann ich eure gesamte Abwehr ignorieren. Ich liebe diese Klinge. Wir wollen euch doch nur helfen, Leute. So, direkt den Ouroboros nutzen. Ihr seid alle schwanken. Das macht immer gut Schaden. So, der nächste ist down. Jetzt bist du dran. Und nur noch er. Wenn die alle nur Level 22 sind, sollte das echt easy werden. Der scheint von vorne immer ganz guten Schutz zu haben. Okay, wir machen mal eben kurz eine Combo. Ja, er ist tot. What's wrong? Enemy attack! Agnian forces! Wonder what's going on. Commander? Yes. I'm thinking. Hey, what did you just say? Zeon's the commander now. Does that mean the old one? There was a change of command. Someone had to take the fall for the traitors. They even dropped our colony rank. We've been so pressed for food, we had to venture out this far. All because of you. Wow. Crap. Go back. We'll take care of things here. I can't allow that. Just get going already. The Agnian Battalion. They're using terrain to cover their approach, am I right? How do you know that? I'm well aware that you don't trust me, I'm just speaking aloud here. We'll intercept the enemy troops. Engage them while they're still advancing. They won't get their hands on the colony. You retreat and shore up your defenses. What are you really after here? Why is it you're fighting? We're both in very different positions now. But that doesn't have to mean everything's changed between us. Oh, well done. A voice of reason. Come off it. Wait. Change of plans. We're bringing them back to the colony. What? Why? You're handing them into the Consul. No. I'm integrating them into our force as the Vanguard. We're fighting with them. Mwamba died because of them. We're up against a whole battalion. Hardly the time for us to be picky. It's also possible that Ouroboros have instigated this attack themselves. Ugh, you can't be serious. You know exactly how serious I am. Fire and sparks! Hold up. Let's do as he says. What? Why should we? Just play along. We'll be better able to help protect Colony 9 if we're part of the plan. Plans? If you say so. You have good friends. One day I'm gonna crack that thick bonce of yours and really see what makes you tick. I look forward to it. You lot head back and update Kite on the situation. I'll see to these ones. Meet me in command. As you say. Hmm.
You said not everything's changed between us. Your words no longer have merit. So let's judge where your allegiance lies by way of your actions. I understand. Oh, wir haben Zion in der Truppe. Was kann der denn? Der ist auf jeden Fall ein Verteidiger, oder? Ja, dass der ein Verteidiger ist, war klar. Ich würde gerne eigentlich deine Techniken sehen. Das kann ich doch bestimmt über die Klasse, oder? Hier, das hier ist ja. Ja, ich kann die Technik nicht sehen. Werde ich wohl mittendrin sehen müssen. Okay, wir haben noch einen Weg vor uns. Ach, Leute. So lange ist es her, dass wir diese Gegend gesehen haben. Erinnert ihr euch noch? Das waren so die ersten Parts. Da liefen wir hier rum. Wurden aus unserer Kolonie vertrieben. Jetzt kommen wir zurück und retten sie. Vorher muss ich meinen alten Erzfeind von damals vernichten. Und zwar dich. Du da oben. Dich vernichte ich. Ich hab noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Das muss einfach sein, Leute. Wow, 19 Sekunden gehabt. Wer hätte damit rechnen können? Die Rache muss einfach sein, Leute. Aber hey, wir schalten einen neuen Helden frei. Das ist doch schon mal etwas. I'm impressed. You didn't run away this time. Ihr seid aber nett. I'll explain what comes next. The rest of you are dismissed. Stay cool, Kite. I'm always cool. Die haben, glaube ich, gerade andere Probleme. Tell us about Agnes's movements. Right now, they're assembling their forces on Everblight Plain. They've stopped concealing themselves, which feels like cause for concern enough. They're confident they have the numbers for a full assault then. Or perhaps it's a feint. Or they're just a bunch of dolts who like pretending they have a plan. So hochnäsig sollte man nicht denken. Hey, we need a little levity sometimes. With enough food, we can draw this out. Give the word and we can even launch a raid. I told you that's not going to happen. It would cost us too many lives. What then? Our troops are hungry. Anxious and quite frankly more pissed off by the hour. Ganz ehrlich, deren Uhr zu zerstören würde nicht viel an deren Situation ändern, ne? Things like this, and we're going to fall apart by ourselves. We could just remove their reason for fighting you. What? In plain language, please. If we smashed your flame clock, it would alter the equation. If you smashed it. What? Well, now I know you're all jokers. Kite, biggest joker of all. This why Kite always runner up in life. No one can take serious with hopeless second best attitude. Ja, der sollte eventuell wirklich mal ruhig sein. You really know how to hit a man when he's down, don't you? Why are you back here anyhow? How'd you worm your way back into Zeon's favor? Meh. No worming performed. We don't need you here. I've had enough of seeing my friends die, betray me. I can't deal with this dirt anymore. We feel just the same, which is why we want to do as much as we possibly can to help. That's why we came back. Yeah, you're not fooling anybody. You need not believe them, but they will prove to be an asset. Huh, so that's it. You're siding with them in the end.
You choose Noah over your own lieutenant. Again! That's not what I'm saying. Don't you realize how hard I'm trying here? Ugh! Spark this! Bist du dir sicher, dass du den als deinen Adjutanten haben willst? I didn't mean to complicate matters. On the contrary, was this not your intent? I would have thought you'd be gloating by now. We can gloat if it makes you feel better. But you can't just judge someone in the heat of the moment. Whatever you might think, suspicion will be cast upon you. That is all I can say. Suspicious or not, isn't it about time you tell us this plan of yours? You said we'd prove to be an asset. Continue. Though we have a geographical advantage, our provisions and numbers are limited. That's what the enemy will be banking on. And that's where you come in, as the vanguard. Our sudden appearance will put a spanner in their works, and that'll give you the edge you need, right? Seeing Keves and Agnes Bods fighting together and tearing up their front line's gonna throw them off their game for sure. So we've got to fight independently then. Better than being on a leash, I suppose. You seem to misunderstand. I'm not cutting you loose. You are still being regarded as traitors. Keep in mind that I shall be supervising your every action. Ach so, er wird mit uns da vorne stehen. Sir, yes, sir, Commander, sir. Do you have to? Let it go, guys. I'll send details of the operation to your Iris. The plan will commence at once. We're on it. Ja, die sind uns nicht freundlich gesinnt. Es ist sogar, glaube ich, da, wo die erste Schlacht stattgefunden hat, oder? Ja, das geht in die Richtung. Okay, ich würde sagen, da wandern wir dann beim nächsten Mal hin. Ich will gucken. Ja genau, hier mit Essen. Hier können wir uns doch auch was Neues gönnen. I'll start, shall I? I feel like I could lift mountains. Da habe ich auch direkt ein neues Rezept. Ja, Leute. Und dann würde ich hier für heute dann schon Schluss machen. Entschuldigung, bei Sequenzen mache ich mich ja immer aus dem Bild. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da werden wir uns dann dieser Schlacht anschließen. Tschüss!